Herzlich willkommen hier auf dem 32. Buchmessekonvent in Dreieich-Sprendlingen. Heute werden wir wieder einige interessante Autorinnen und Autoren interviewen und einige Impressionen auffangen. In, wie üblich, entspannter Atmosphäre. Hallo Nadine und schön, dass du Zeit für uns hattest hier auf dem Buchmesse-Konvent. Wir haben uns hier getroffen für ein kleines Interview und du kommst gleich praktisch mit mehreren verschiedenen Themen, mit denen du dich beschäftigst. Und da würde ich mich freuen, wenn du mir ein bisschen was erzählen könntest. Vielleicht stellst du dich erstmal vor. Ja, mein Name ist Nadine Muriel, Jahrgang 1977. Ich lebe in Heidelberg. Ja, studiert habe ich Germanistik, Soziologie und klassische Indologie. Und derzeit bin ich in meinem eigenen Unternehmen Schreibcoaching Federfunken als Schreibcoach tätig. Aber ich schreibcoache nicht nur, sondern ich schreibe auch selbst oder gebe auch selbst Bücher heraus. Ja, das ist interessant. Das sind schon einige Sachen und auch so ein fundiertes Studium davor. Da hat man eine gute Basis, denke ich. Wie ist das? Ja, also da muss ich ehrlich sagen, ich habe im Studium total viele spannende Sachen gelernt, aber relativ wenig, was eigentlich speziell fürs Schreiben hilfreich war. Okay. Also da habe ich vor allem von meinen verschiedenen Autorengruppen profitiert, in denen ich immer aktiv war. Mhm. Autorengruppen, das heißt unabhängig von dem Schreibcoaching oder gehört das zusammen? Nee, das war unabhängig. Das waren im Grunde genommen meine Anfänge beim Schreiben. Also mir war es immer sehr wichtig, mich mit anderen Autoren austauschen zu können, gegenseitig Tipps geben zu können, voneinander zu lernen. Dadurch habe ich selber unglaublich viel für mein Schreiben gelernt und eigentlich auch für mich festgestellt, wie viel Spaß es mir auch macht, an fremden Texten zu arbeiten. Okay. Und dass ich es total spannend finde, wenn ich jetzt einen Text vor mir habe, zu überlegen, ja, hier ist noch nicht ganz stimmig, woran könnte es liegen? Ja. Ist es Inhalt, ist es Umsetzung, gibt es vielleicht logische Brüche da drin? Ja. Also das hat mir total Spaß gemacht, fand ich extrem spannend und so bin ich eigentlich dazu gekommen, auch Schreibcoaching zu machen. Ja, das Schreibcoaching ist eine spannende Sache. Ich bin selber Autor und weiß, wie schwierig das manchmal ist, irgendwie einen Faden zu finden, irgendwie eine Struktur aufzubauen. Bei mir liegt es im Sachbuchbereich, aber auch da merkt man das natürlich und da wünscht man sich manchmal durchaus Unterstützung. Und das ist etwas, was du versuchst, anderen Autorinnen und Autoren dann zu ermöglichen, dass man sich da einfach abspricht. Machst du da speziell Kurse? Wie ist das bei dir aufgebaut? Ja, also Kurse ist ein sehr gutes Stichwort dafür. Im Grunde genommen ist jedes Schreibcoaching wie ein individueller und auf das persönliche Schreibprojekt zugeschnittener Schreibkurs. Das heißt, wir besprechen zunächst mal, was möchte derjenige machen, um was soll es in dem Buch gehen, wo gibt es Schwierigkeiten. Und da setzen wir an. Also normalerweise arbeite ich mich da mit dem Autor vom Groben zum Feinen vor. Das heißt, wir fangen an mit dem Inhalt, also eben mit den Fragen, ist der Plot stimmig? Ist es überhaupt eine spannende Geschichte oder ein spannendes Thema? Interessiert es überhaupt jemanden? Gehen dann weiter zur Umsetzung. Also eben solche Sachen wie Proportionierung, Spannungsaufbau, Figurencharakterisierung, ein bisschen zum Feinschliff, also Stil und letztendlich Korrektorat. Okay. Wenn jetzt jemand natürlich sagt, er will da am Inhalt überhaupt nichts ändern, dann ändern wir nichts. Wie gesagt, es wird vorher alles abgesprochen. Ja.
und dann arbeiten wir uns kontinuierlich weiter, gucken, wie wir dieses Buch verbessern können oder wie derjenige es überhaupt umsetzen kann, wenn er noch gar nicht mit Schreiben begonnen hat. Ja. Und das Ziel ist eben, dass er für sein nächstes Buchprojekt so viel gelernt hat, dass er schon wesentlich mehr oder idealerweise alles ohne Hilfe hinbekommt. Okay, das heißt, im Prinzip wird das Handwerkszeug vermittelt, was man braucht als Autor oder als Autorin, um in Anführungszeichen erfolgreich schreiben zu können, dass der Leser auch durchaus Spaß daran hat. Mhm. Ich kann mir das vorstellen, ich vergleiche es mal mit der Musik, es gibt der Musik ja auch eben die Musiktheorie und natürlich auch die Musikpraxis. Beim Klavierspielen kann man auf Tasten drücken und da kommen Töne raus, aber man braucht natürlich sehr viel theoretisches Wissen dazu. Kann man das so vergleichen, dass es beim Schreiben ähnlich ist? Jein, also das theoretische Wissen braucht man auf jeden Fall. Ich glaube, von Arno Schmidt war es, von dem der schöne Spruch stammt, Schreiben ist zu 10% Inspiration, zu 90% Transpiration. Ja, genau. Das heißt, es geht eigentlich wirklich, damit ein gutes Buch draus wird, weniger um die brillante Idee, als darum, wie sie umgesetzt wird, wie sie dem Leser vermittelt wird. Der andere Punkt ist natürlich, es gibt auch für Profis immer Sachen, die man selber überhaupt nicht einschätzen kann. Das kenne ich von meinem eigenen Schreiben auch. Ich kann ganz schwer oft einschätzen, wie wirkt irgendwas auf den Leser. Wie viele Infos muss ich geben, damit der Leser weiß, was ich hier erzählen will. Ja. Ist mir im Lektorat auch schon ganz oft passiert. Ich hatte irgendwas in 3 Seiten erklärt, warum die Protagonistin so handelt. Meine Lektorin meinte, das langweilt, aber man hat es schon nach 3 Sätzen kapiert. Ja. Fass es doch mal zusammen. Ja. Oder umgekehrt hatte ich Situationen, wo ich dachte, es ist klar, warum die Protagonistin so reagiert. Die Lektorin sagte, also das ist absolut nicht nachzuvollziehen. Okay. Keine Ahnung, warum läuft sie hier weg oder warum, warum feindet sie die andere da an? Ja. Das braucht eine Erklärung. Und das sind einfach Sachen, die kann man selber schwer abschätzen. Und bei sowas brauchen eben auch erfahrene Autoren immer wieder jemanden, der drauf guckt. Ja, ja, natürlich. Das sind, dieses viele Augenprinzip ist da genauso hilfreich wie in anderen Bereichen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn man als Autor eine Charaktere kreiert hat und ihr dann Gestalt gibt in, beim Schreiben, dass es schwierig ist, sich vorzustellen, was der einzelne Leser oder auch die verschiedenen Lesertypen dann darin erkennen. Sie brauchen auf der einen Seite Raum, um ihre Fantasie zu bemühen, auf der anderen Seite natürlich auch Anleitung, Führung, damit sie die Charaktere kennenlernen. Und diesen Mittelweg zu finden, das muss man natürlich sicherlich trainieren und das liegt nicht jedem sofort in der Hand. Ja, also wie gesagt, es muss trainiert werden. Am Anfang kann man solche Sachen überhaupt nicht einschätzen. Oder anderes Beispiel wäre jetzt auch Szenebeschreibung. Wie viel Szenerie beschreibe ich? Wie viel lasse ich weg? Genau. Damit niemand erschlagen wird mit 3 Seiten, so sehen die Bäume im Pfälzer Wald aus. Ja. Sondern einfach nur einen kurzen Eindruck bekommt, um reinzufinden. Also es gibt ganz viele so Punkte, die einfach schwer einzuschätzen sind. Und klar, man kann es lernen, in einem sehr, sehr hohen Grad kann man es sogar lernen. Und irgendwann kommt eben der Punkt, wo man auch als erfahrener Autor immer mal wieder Hilfe braucht dabei. Ja. Immer mal wieder jemanden, der drauf schaut. Na klar. Idealerweise braucht man keinen Schreibcoach dafür, sondern hat Freunde oder Familie, die drüber gucken. Da ist natürlich das Problem. Die Voreingenommenheit können, ja, vielleicht? Voreingenommenheit ist auf jeden Fall ein Problem. Und das andere, die können es weniger auf den Punkt bringen. Ja. Also das erlebe ich auch ganz oft, wenn ich jetzt mit nicht schreibenden oder eben nicht lektorierenden Freunden, Familienmitgliedern diskutiere, dass man bei einem Buch zum Beispiel ganz einer Meinung ist. Ja. Und vom anderen kommt einfach nur, das habe ich angefangen zu lesen, war total langweilig, wollte ich gar nicht weiterlesen, ohne es zu erklären. Ich selber mit meinem Hintergrundwissen kann eben auf den Punkt bringen, was daran langweilig war und idealerweise auch, wie man es hätte ändern können, damit es nicht mehr langweilig ist. Ja, ja, das ist, also ich kann mir vorstellen, dass das für viele eine große Hilfe ist. Und wenn man vor allem in einem Team dann auch arbeiten kann und das erarbeiten kann und die Erfahrungen austauschen kann. Und dann kann man daraus natürlich auch durchaus ein gutes Buch entwickeln. Und ich denke mir, dass das auch etwas ist, das ist ja das Ziel. Da würde ich gerne die nächste Frage einbringen. Wie ist deine Autorentätigkeit selbst? Wie hast du mit Schreiben angefangen? Was hast du geschrieben? In welchem Rahmen? Das würde mich interessieren. Also, wann ich mit Schreiben angefangen habe, kann ich total schwierig sagen. Ich hatte wirklich schon als Kind Spaß daran gehabt, mir Geschichten auszudenken. Also, ich weiß es noch, da muss ich so 3., 4. Klasse oder so gewesen sein, habe ich mit meiner damals besten Freundin schon zusammen ein Buch schreiben wollen. Ja. Über Mädels, die als Detektivinnen unterwegs sind und ganz spannende Fälle lösen. Ja. Und diese Schreibbegeisterung hat sich einfach immer weiter durchgezogen. Also gut, im Jugendalter oder Teenageralter kam dann eher Herzschmerztagebuch mit dazu. Natürlich, ganz typisch. Irgendwann später wurden wieder Geschichten daraus. Und irgendwann bin ich eben immer mehr in Richtung Horror oder Fantastik gelandet. Und das ist im Moment auch mein Lieblingsgenre. Okay. Wobei ich aber auch schon andere Sachen geschrieben habe. Ich habe auch schon ein Märchenbuch mit herausgegeben und dafür die Rahmenhandlung geschrieben. Oder meine letzte Romanveröffentlichung, das waren 2 Teenager-Ballettromane.
Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es auch Spaß macht, so ganz viele verschiedene Bereiche abdecken zu können, soweit sie einem denn liegen. Man ist ja nicht immer für alle Bereiche sozusagen perfekt ausgestattet. Aber dieser Bereich Fantastik, wo du sagst, dass das jetzt so dein Hauptgebiet ist, du hast auch hier ein Buch mitgebracht. Das ist sozusagen das letzte Werk. Das hast du mit jemand zusammengeschrieben. Worum geht es dort? Das ist ja im Bereich Fantastik, soweit ich das... Ja, genau. Ja. Also es ist genau das Dimensionstor hier. Das ist eigentlich ein Crossover aus Science Fiction, Fantastik, Fantasy, Horror und allen möglichen Unterarten davon. Das ist eine Sammlung aus der Edition Geschichtenweber, also ein Gemeinschaftswerk. Ja. Die Idee stammte ursprünglich noch von einem anderen Geschichtenweber, Carsten Zeben, der aber selbst keine Möglichkeit hatte, diese Idee weiter zu verfolgen. Also ihm haben da einfach, glaube ich, zeitlich die Kapazitäten gefehlt. Ja. Daraufhin habe ich dieses Projekt zusammen mit Stefan Czernohübi übernommen. Ja. Und wir haben das Konzept im Grunde genommen weiterentwickelt, die Ausschreibungsmodalitäten zurechtgelegt, im Rahmen einer Ausschreibung die Texte zusammengestellt. 17 Texte sind es inzwischen geworden. Okay. An das Rahmenkonzept angepasst und Stefan und ich haben dann auch gemeinsam die Rahmengeschichte geschrieben. Okay. Grundidee ist also, ein Wissenschaftler, Professor Dr. Maximilian Kroll, hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, ein Dimensionsportal zu entwickeln. Am Anfang arbeitet er noch in einem Forschungsinstitut. Da fliegt er raus, nachdem eben sich herausstellt, und er ist im Grunde genommen nur einem Traum hinterhergejagt, der technisch kaum realisierbar ist. Okay. Er hat sich aber schon mit gerechnet, dass es irgendwann rauskommt und hat vorgesorgt, denn er hat immer wieder Gerätschaften entwendet in seiner Garage gebunkert. Und jetzt führt er dort quasi in Heimwerkermanier die Basteleien an seinem Dimensionstor fort. Ja, und irgendwann öffnet sich eben ein Lichtfeld vor ihm. Okay. Es scheint zu funktionieren. Und er ist fasziniert und wirft einen Gegenstand nach dem anderen hindurch. Das ist der Teil, den Stefan und ich geschrieben haben. Okay. Und unsere Autoren erzählen in ihren Geschichten, was diese Gegenstände in der jeweiligen anderen Zeit oder Welt auslösen, in der sie landen. Okay, das klingt ja interessant. Also man kann sich das Werk praktisch so vorstellen, dass es verschiedene Autoren sind in diesem Geschichtenweber-Kreis und man arbeitet es dann auch gemeinsam aus. Und so gibt es quasi eine Sammlung von Einzelgeschichten in diesem Buch zu finden. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, genau. Ja. Und eben das Besondere daran ist, wie ja auch der Name Geschichtenweber besagt, die Geschichten sind immer miteinander verwoben. Ja. Wie gesagt, in dem Fall ist es eben auch nicht die typische Anthologie im Sinne von hier unsere schönsten Sci-Fi-Geschichten oder unsere schönsten Horrorgeschichten oder was auch immer. Ja. Sondern es gibt diese Rahmenhandlung, die alles miteinander verbindet. Okay. Ja, also quasi eine, sind Kurzgeschichten, die aber im gleichen Kontext dann stehen. Ja, genau. Ja, ja. Das macht ja durchaus neugierig, auch wenn man sich vorstellen kann, ein Wissenschaftler mit seinen Experimenten, was sich daraus entwickeln kann und wenn man die verschiedenen Vorstellungen der verschiedenen Autorinnen und Autoren dann halt lesen kann, was sich daraus ergibt, das halte ich durchaus für sehr spannend. Ja, ja. War es auch. Also mir hat auch diese Ausschreibung total Spaß gemacht. Wir haben, ich glaube, 108 oder 109 Beiträge haben wir bekommen. Oh. Und ich war wirklich total begeistert, auf was für kreative und vielfältige Ideen unserer Autoren gekommen sind. Ja. Also da kam wirklich so ein Ideenreichtum und so eine Originalität zustande. Ich war völlig hin und weg und immer wieder aufs Neue beeindruckt. Ja, super. Ja, ja, so das kann natürlich so ein Projekt dann natürlich gut unterstützen und groß machen. Und ich glaube, das findet sehr viele sehr interessierte Leser, die dann sich darüber freuen können. Ja, bitte. Das Ganze wird dann fortgesetzt in der Form oder ist da... Also eine Fortsetzung dafür haben wir nicht geplant. Nicht aber geplant. Weitere Geschichtenweber-Projekte gibt es natürlich weiterhin. Ja. Also Steampunk ist im Moment in der Mache. Okay. Dann gibt es noch was, ich glaube, orientalisierende Märchen. Und noch ein Projekt, bei dem Geschichten zu verschiedenen Bildern, die in einer Ausstellung zu sehen sind, geschrieben werden. Ja, okay. Das heißt, man kann da auf jeden Fall noch auf spannende Geschichten warten. Ja, auf jeden Fall. Ich kann auch noch mal die Webadresse zeigen, da müsste ich mich mit dem Rücken gerade zur Kamera drehen. Gerne. So, kann man das so erkennen? Ich werde sie auf jeden Fall nochmal einblenden hier für die Zuschauer. Ja, wunderbar, danke schön. Dass jeder dann seinen Weg findet. Ja, das klingt alles sehr interessant. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dir Zeit genommen hast, uns und den Zuschauern und Zuschauern ein bisschen was darüber zu erzählen. Und ich bin sicher, ich werde auch mal in das Buch reinschauen. Das hat mich neugierig gemacht. Ja, das würde mich sehr freuen. Genau. Und
Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir. Ja, ich bedanke mich bei dir für das tolle Interview. Ja, sehr gerne. Es hat total Spaß gemacht. Wunderbar. Und dann noch eine gute Zeit hier auf dem Buchmessekonvent in Dreieich. Und ich denke, wir werden uns da sicherlich wieder treffen. Ja, bestimmt. Freut mich sehr. Okay. Schön. Dann vielen Dank. Ja, gerne. Ich kann begrüßen dich, Jörg Olbrich, hier auf dem Buchmessekonvent. Vielen Dank, dass du Zeit für uns hast, um uns heute einfach mal ein bisschen was über deine Person und über deine Werke zu erzählen und wie sich das für dich so darstellt als Autor. Ja, vielen Dank, Markus. Ich freue mich, dass das so kurzfristig geklappt hat. Gerne. Ja. Was soll ich erzählen? Erstmal würde die Zuschauerinnen und Zuschauer natürlich interessieren, wer bist du, was machst du, wie kamst du in die Autorentätigkeit? Das wäre interessant. Ja, also ich bin hauptberuflich als Controller in einem Krankenhaus tätig und habe da einen ganzen Tag mit Zahlen zu tun. Mhm. Und abends liest man dann oder schreibt, ich habe schon immer sehr, sehr viel gelesen. Und habe dann irgendwann vor mittlerweile fast 15 Jahren mal aus Spaß eine Kindergartengeschichte an einen Kalender geschickt. Und der kam dann auch da rein. Und dann habe ich mich intensiver damit befasst, habe einige Kurzgeschichten veröffentlicht. Und ja, die Geschichten wurden dann immer länger. Aha. Und irgendwann kamen dann die Romane. Also sozusagen reingewachsen in die ganze Thematik. Genau. Ein Spaßprojekt wurde dann einfach mehr. Ja, ich habe das für die Kinder anfangs gemacht mit dem Kalender. Also ich wohne mit meiner Frau, drei Kindern und zwei Hunden in einem kleinen Ort in Mittelhessen. Und das waren so die Anfänge. Und wo der Kalender dann kam, das war damals das Belegexemplar, habe ich dann auch Spaß gesagt zu meiner Frau auch, ja, die Romane werden nachfolgen. Und dann haben die dann alle gelacht, auch die Nachbarn haben gelacht. Na, und jetzt, jetzt kann ich voller Freude und Stolz eben mittlerweile meinen siebten Roman vorstellen und es hat sich super entwickelt, hätte ich nie gedacht und es macht halt einen Heidenspaß. Ja, das, wenn man aus einem Hobby im Prinzip, was einem Spaß macht, auch dann wirklich was entwickeln kann, ich glaube, da freut sich jeder und der Weg ist oft steinig und dann hat man natürlich große Freude, wenn es dann auch funktioniert hat. Ja, auf jeden Fall. Ja. Du hast uns heute hier dein aktuelles Buch, das gerade erst, wie ich gehört habe, erschienen ist, mitgebracht. Das ist in dem Gesamtkontext hier des Buchcon vielleicht mal so ein bisschen noch was Außergewöhnliches, weil es handelt sich um ein historisches Projekt und es geht um den 30-jährigen Krieg. Genau. Ja. Also das Buch heißt Der Winterkönig und ist der Auftakt zu einer Reihe über den 30-jährigen Krieg. Und die Reihe soll dann insgesamt auch die kompletten 30 Jahre abdecken. Nächstes Jahr haben wir das traurige Jubiläum, dass sich der Beginn des 400. Mal jährt. Und das war halt so ein Grund dafür, warum ich mich sehr gefreut habe, dass es jetzt dieses Jahr noch geklappt hat im Herbst. Und zum Buch selber. Es war also damals so, dass in Prag der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation hat über einen Majestätsbrief den Ständen Glaubensfreiheit zugesagt. Das ist aber nie so richtig umgesetzt und eingehalten worden. Und dann haben die dann am 23. Mai eben einen Aufstand gemacht in der Prager Burg und haben da zwei Statthalter und einen Sekretär aus 17 Meter Höhe aus dem Fenster rausgeworfen. Der sogenannte Fenstersturz. Das ist der sogenannte Prager Fenstersturz, genau. Und mit den Ereignissen beginnt das Buch auch. Es ist tatsächlich so gewesen, dass alle drei den Sturz überlebt haben, überraschenderweise. Und gut,
die katholischen Päpste, Papst und Bischöfe haben natürlich dann gesagt, das war Gottes Fügung. Die sind halt von Engeln nach unten geleitet worden. Die Protestanten haben gesagt, ja, die sind auf den Misthaufen gefallen. Also da gibt es unterschiedliche Ansichten darüber. Und so beginnt das Ganze. Der Sekretär reist dann nach Wien, um den Kaiser zu informieren. Ja, von Wien aus muss es ja dann irgendwann Gegenmaßnahmen geben und das zieht sich eben dann durch den ganzen Krieg. Also das ist jetzt erstmal nur der Böhmische Krieg in den ersten 3 Jahren. Und dann kommen später in den Folgebänden immer weitere Bereiche in Deutschland dazu, wie es auch tatsächlich so stattgefunden hat. Okay. Ja. Aber es ist mit dem originalen historischen Hintergrund, wo du für recherchieren musstest, sehr viel. Ja, sehr viel. Ist es aber trotzdem ein belletristisches Werk? Ja, also es ist definitiv ein Roman. Das soll es auch immer sein. Es sind verschiedene Charaktere, unter anderem der Sekretär, der aus dem Fenster geworfen worden ist. Dann habe ich einen Schreiber in Wien am Kaiserhof, der halt da die Geschehnisse verfolgt. Einen Soldaten, der die Kriegswirren erlebt. Also es sind eher so Nebenpersonen, die dann in dem Buch zu Hauptfiguren werden und aus deren Sicht wird das Ganze dann geschildert. Ja. Aber die Eckdaten, die sind so, wie sie tatsächlich auch war. Und auch die wichtigsten Personen haben tatsächlich gelebt. Das heißt, man kann wirklich sozusagen als Leserin oder Leser diese Geschichte erleben und mit den entsprechenden Protagonisten dann mitleiden und mitkämpfen. Ja, es ist ja doch sicherlich eine schwierige Zeit gewesen. Es sind in den 30 Jahren 1/3 der deutschen Bevölkerung gestorben. Das sind 6 Millionen Menschen. Weniger am Krieg. Aber man muss sich das so vorstellen, wie es gab Phasen über Monate hinweg. Da ist ein Heer mit 50, 60, 70.000 Männern da durch Deutschland gezogen. Und die haben halt wirklich verbrannte Erde hinterlassen. Also da gab es kaum Kriegshandlungen in der Zeit, aber die Bauern hatten, wo die wieder weg waren, gar nichts mehr. Und es sind also sehr, sehr viele verhungert. Dann kam die Pest. Und das sind dann natürlich alles Themen, die im Laufe der Reihe aufgegriffen werden sollen. Ja, sicherlich ein historisch sehr interessantes Thema. Man lernt ja durchaus auch in der Schule ein bisschen was darüber, aber ich glaube, es vertieft sich nicht so. Und so hat man die Möglichkeit, das vielleicht in dieser Weise nochmal sozusagen ins Gedächtnis zu rufen, wie das in dieser Zeit gewesen ist. Ja, und du hast gesagt, es folgen noch weitere Bände, so ist es geplant. Das ist natürlich ein großes Projekt, das sicherlich über sehr, sehr viele Jahre sich entwickelt. Du hast ungefähr 1,5 Jahre an diesem Buch geschrieben. Genau, Da war sicherlich hauptsächlich auch Recherchearbeit drin. Ist denn zu erwarten, dass die anderen Bände in kürzeren Abständen kommen? Also geplant oder schön wäre, wenn jedes Jahr ein Band kommt. Es ist, sieht momentan sehr gut aus, dass nächstes Jahr zur gleichen Zeit der zweite Band auch kommt. Der ist schon weit fortgeschritten. Ich beschäftige mich jetzt schon mehrere Jahre damit. Also die Idee, das zu machen, hatte ich vor 4 oder 5 Jahren. Und natürlich muss man sehr, sehr viel lesen. Und es gibt auch viel Material darüber, manchmal zu viel. Aber man kann unmöglich, das ist halt schwierig. Man muss, wenn ich jetzt alles reinbringen wollte, was es an Eckdaten gibt, dann würde ich für jedes Jahr ein Buch brauchen. Und das wäre dann wenn er mehr zu schaffen, sicherlich zu viel, Aber die Hoffnung ist schon, dass ein Band pro Jahr dann kommen wird. Ja, es muss natürlich für den Leser und Leserin interessant bleiben und nicht zu langatmig und nicht zu detailverliebt. Das ist in vielen Bereichen sehr schwierig, dann irgendwo den Mittelweg zu finden. Eine große Herausforderung sicherlich. Und ganz bestimmt auch spannend zu sehen, wie du es umgesetzt hast. Da wünsche ich allen, die das später lesen, viel Vergnügen und spannende, gute Unterhaltung. Und neben diesem Projekt, es ist ja nicht deine Haupttätigkeit und ich denke, das füllt dich sehr stark aus, aber gibt es noch andere Projekte, in denen du arbeitest oder gearbeitet hast oder Planungen hast? Im Moment nur das. Also ich habe sicherlich noch die eine oder andere Idee, was ich mal machen kann, wenn das fertig ist, aber da das mindestens noch 5 Jahre dauert, schiebe ich das mal weg. Ich habe davor, also das ist jetzt das 7. Buch, der erste war ein historischer Abenteuerroman, der ging um die 7 Weltwunder. Dann habe ich einen historischen Roman, der spielt auch nicht weit weg von hier in der Ronneburg. Dann eine kleine Theologie über einen Lemming, der sich weigert, Selbstmord zu begehen. Das fand ich damals eine total lustige Idee. Da war der Rechercheaufwand natürlich gleich null, deswegen ging das wesentlich schneller. Das ist klar. Und das letzte oder das neueste vor dem Minderkönig war über Homer.
und die Irrfahrten des Odysseus. Okay. Ja. Ja. Also schon hauptsächlich historische Themen. Ja. Hast du schon immer so diesen Bezug dazu gehabt oder hat sich das irgendwann spontan aus einer Sache entwickelt? Das hat sich ergeben. Also ich habe, bevor ich den ersten Roman veröffentlicht habe, sehr viele Kurzgeschichten geschrieben. Und die waren eigentlich alle so in dem Bereich Fantasy-Horror. Und dann irgendwann mit den Weltwundern, das kam dann der erste Versuch in Richtung historischer Roman. Weil der Übergang war ja auch für mich jetzt erstmal schwierig. Ne? Kurzgeschichte, das hat man mal damals in 3 Monaten geschrieben, aber so ein ganzer Roman, das steht ja dann, wenn man das vorher nie gemacht hat, wie so eine Wand vor einem. Und bei den 7 Weltwundern bin ich dann jedes Kapitel angegangen wie eine Kurzgeschichte. Das hat halt recht gut gepasst. Das Ganze ist aber dann schon als Roman miteinander verknüpft. Und so kam eben der Übergang. Ne? Okay, ja, die Dinge entwickeln sich vorher meistens gar nicht, wo man dann irgendwann landet. Genau. Aber es ist ja doch erfreulich zu sehen, dass ich jetzt schon sehr viel draus entwickeln konnte. Ja, auf jeden Fall. Und man merkt auch die Freude, die dahinter steht. Es ist nicht der Leidensdruck, der im Nacken sitzt, sondern es ist die Freude. Und ich glaube, das ist dann auch etwas, was Leserinnen und Leser spüren, wenn sie es lesen. Ja. Ich hoffe es, ja. Ja, ich hoffe das natürlich auch. Ja. Nein, sehr spannend. Sicherlich ein guter Anreiz, vielleicht sich mal an ein historisches Thema ranzuwagen, was ja viele durchaus auch abschreckt, weil sie denken, es ist vielleicht zu trocken, aber es muss es sicherlich nicht unbedingt sein. Geschichte kann spannender sein, als man denkt. Ja, das ist richtig. Auf jeden Fall. Ja. Nein, sehr schön. Freut mich, dass wir ein bisschen was darüber hören konnten, dass du uns ein bisschen Anteil nehmen liest an dem, was du machst und an deinem Leben und an deinem Werk. Sehr, sehr gerne. Dann hoffe ich, dass noch sehr viel folgt und sich sehr viele Leserinnen und Leser finden, die Freude dran haben. Und dann bedanke ich mich für deine Zeit. Ja, vielen Dank, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ja, sehr gerne. Ja. Und dann wünsche ich auch hier auf dem Buchmesse-Konvent in Dreieich noch viel Spaß. Und wir werden jetzt auch noch mal ein paar Impressionen einfangen. Vielen Dank. Bloß gut, dass Lilly so eine hervorragende Psychologin ist und sofort spürt, wenn ich kribbelig werde. Dann holt sie nämlich die Drahtbürste aus dem Küchenschrank und rubbelt mir meine spezielle Stelle da unten am Unterbauch. Ganz langsam erst. Wurde! Brüllte die Fennin immer wieder. Herz der Stürme, siehst du, dass ich keine Angst vor dir habe? Ich bin deiner würdig, Wurde! Alle Augen waren auf die beiden Ritter gerichtet, deren Pferde nun in einem leichten Trab verfielen, während sie zum letzten Mal noch ihre Schilde zurechtschoben und die Visiere nach unten klappten. Ja, also beide Elfen tauchen bei mir jetzt nicht so auf. Also die Elfen gibt es auch noch in anderen Teilen dieser Welt und dort leben sie eigentlich mehr so als Vagabunden und Taugenichtse, ein bisschen ausgestoßen. Man kennt es vielleicht. Natürlich wollte ich das und das wusste sie auch. Nun gut, du hättest einen Weltkrieg entfacht, halb Europa erobert, die Juden dort so gut wie ausgerottet, daneben alle, die dir nicht passen. Und es zeichnet sich ab, dass er auch irgendwie, vielleicht liegt es an diesem besonderen Wasser, magische Fähigkeiten entwickelt. Was ihn jetzt nicht so gut stört, klacken, setzen sich die Ketten in Bewegung. Umlenkrollen und unsichtbare Mechanismen verrichteten ihren Dienst. Die hochgefahrenen Metallstäbe schnellten in rascher Folge vom Gewölbe herab.
Und die Kinder überall gibt es nur Maschinen, alles ist automatisch. Ich halte das nicht mehr aus. Aha. Hatten Sie irgendwas? Und dann schwört er mit seinen 7 Söhnen ein Eid. Nämlich den Eid, dass sie alle verfolgen werden, bis ans Ende der Zeit und bis ans Ende der Welt. Es schien eine Art Flasche zu sein, doch sie wog fast nichts und gab unter seinen Fingern überraschend leicht nach, wobei sie knackend Aber forschte. Wir haben mit diesem Überfall nichts zu tun. Wir sind heute erst in Wiley eingetroffen. Wir wollen auf die letzte Lehre lauschen, sagte Batu. Natürlich meinte er die letzte Lehre dieser Frau, ihren Tod. Aurelia war eine alteingesessene Kräuterhexe, das wusste Sean, der nicht zum ersten Mal in Schandufer war. Schandufer ist das Dorf, in dem die Szene spielt. Es kam eine einzige Firma. Die schrieb uns, und das hat uns beflügelt, wir können das zwar nicht gebrauchen, was ihr macht, aber ich finde die Idee sowas von gut. Die Schimmelpilze verehrten wie einen Gott, den sie Dome bauten, hochaufarme goldene Faserstrukturen, die bis zu den unbelebten, nackten, toten Nachbarkäse leiden. Aber eigentlich habe ich doch die Absicht gehabt, Science Fiction zu schreiben. Und ich habe ja auch mit Gedichten begonnen. Und der Mann war tatsächlich so freundlich und hat gesagt, gut, da werden wir in dieser Zeitschrift ein paar Science-Fiction-Geschichten schreiben und einige Gedichte von Ihnen gebe ich auch rein. Und so hat das begonnen, so als Student. Rufus die Feuerfliege hielt das Stromkabel in der Hand und sah sich um. Na, wie macht ihr das hier? Nein, lasst mich was raten. Ihr zaubert Strom in ein Schwein und ich schieb den Stecker in den Rüssel, richtig? Nein, wir verwenden Kabeltrommeln, antwortete Delf grundtrocken. Ja, einfach nur, damit man sieht. Ja, ich begrüße dich heute hier, Ann-Kathrin. Schön, dass du für uns Zeit hast. Für unsere Zuschauer, die dich noch nicht kennen, würde ich dich einfach bitten, dich ganz kurz vorzustellen, wer du bist, was du so üblicherweise machst. Und dann schauen wir mal, was du uns heute Neues mitgebracht hast. Das mache ich. Moin, mein Name ist Ann-Kathrin Karschnick, ich bin 32 Jahre alt und ich schreibe Fantasy-Romane in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Ich habe Steampunk schon geschrieben, ich habe eine Dystopie geschrieben und das neueste Werk ist jetzt gerade der Fluchsammler, das ist Mystery Romance. Und ich habe auch schon eine Superheldenreihe gemacht, also ich bin da sehr, sehr flexibel, was das Ganze angeht. Seit 10 Jahren schreibe ich jetzt und veröffentliche auch und heute bin ich dann auch mal wieder hier und habe sehr viel Spaß. Ja, das freut uns auch sehr. Wir haben dich vor einigen Jahren schon mal im Interview gehabt. Das war auch sehr interessant. Ja. Und ich glaube, du hast es sogar die gleiche Kleidung an. Ja. Zumindest optisch war sie wohl identisch. Das ist ein bisschen dein Markenzeichen geworden. Genau. Und da erkennt man dich natürlich auch immer sehr gut, auch aus der breiten Masse heraus. Genau. Heute hast du uns, wie du schon gesagt hast, was Neues mitgebracht und ich habe gehört, die Entstehungsgeschichte oder das Thema drumherum ist recht interessant. Das hat was mit Facebook, mit dem Internet zu tun. Ja. Das würde mich sehr interessieren. Genau, wir haben zu dem Fluchsammler haben wir eine ganz, ganz geniale Aktion gemacht. Viele Leute kennen das, man macht zu einem Neuerscheinungsbuch irgendwelche Blogtouren, man macht halt irgendwelche Leserunden und ähnliches und ich dachte mir, okay, es ist zwar spannend, das immer wieder zu lesen, auch beim 3-millionsten Buch, aber man möchte auch irgendwann mal ein bisschen was anderes machen. Und deswegen haben wir uns eine Idee einfallen lassen, wie man den Leser und die Blogger mit einbinden kann in dieses ganze Release-Date. Das heißt, ich hatte damals, das war so Mitte September, nee, gar nicht, wann war das, Mitte Juli, habe ich auf meiner Seite
verlauten lassen, pass auf, habt ihr Bock auf eine geile Aktion? Daraufhin meldeten sich halt ein paar hundert Leute und sagten, ja, wir haben Lust. Wir haben zwar keine Ahnung, was du von uns willst, aber wir haben Lust. Und daraufhin habe ich am 1.8., das war 2 Wochen vor dem Release-Date vom Fluchsammler, eine E-Mail verschickt. Offiziell war es R.W., der Bösewicht aus dem Roman, der sämtliche Leute, die daran teilgenommen haben, verflucht hat. Es war schon praktisch ein Teil der Story. Genau, man wurde zur Storyline mit dabei. Das ist ja so eine Art immersive Welt. Man wurde Teil des ganzen Buches. Und es waren alles Buchflüche. Sowas wie zum Beispiel, sobald du ein Buch in die Hand nimmst, verlierst du dein Augenlicht. Oder wenn du in einer Buchhandlung mit Geld bezahlen möchtest, um ein Buch zu kaufen, verwandelt es sich in Kröten. Und solche Sachen. Am fiesesten fand ich, jeder Charakter in deinen Büchern wird ab jetzt Hans-Jürgen heißen. Ja. Jeder. Oh nein. Ja, und es waren halt 42 Buchflüche, die wir da halt gemacht haben. Und bei diesen 100 Leuten zerfaserte sich das dann quasi. Und um sich von diesem Buchfluch befreien lassen zu können, musste man auf Facebook, Twitter oder Instagram eine Hexe finden namens Magda Hiller. Und die musste auf einen aufmerksam werden. Das heißt, man konnte halt einen Hilferuf starten, man konnte halt einen Banner zu dem Buch posten. Und wenn man das getan hat, dann hat sich Magda halt auch tatsächlich bei denen gemeldet. Okay. Und hat mit denen gesprochen und gesagt, wie sie den Fluch aufheben können, so mit auf einem Bein um den Bildschirm hüpfen und 2 Minuten lang Pipi anhalten. Total bescheuerte Sachen, ja, auf jeden Fall. Aber es war so cool, weil einfach mehrere hundert Leute mitgemacht haben. Und diese Rückmeldung, die wir bekommen haben, das war einfach toll, weil die Menschen haben sich darüber gefreut, dass mal was anderes gemacht wurde, dass die Leute mitmachen konnten in diesem Buch. Ja, es ist ja quasi, man kennt ja so Geschichten auch aus der Vergangenheit, wenn man versucht hat, mit neuen Medien zu arbeiten, Interaktivität einzubringen. Es gibt ja auch diese, ich sag mal in Anführungszeichen, gescheiterten interaktiven Romane, die es da zeitlang gab. Und das ist eigentlich eine ganz spannende Idee, dass man einfach sagt, wir machen vor dem, ich nenne es jetzt mal Produkt, vor dem Werk etwas, wo wir alle dran beteiligen. Jeder kann was einbringen und jeder hat dann sozusagen seinen Platz. Das finde ich eine unglaublich spannende Sache. Und vor allen Dingen hat es halt funktioniert mit den Leuten. Also sind natürlich darauf aufmerksam geworden. Sie hatten Spaß bei der Sache. Das war mir persönlich halt sehr wichtig, weil ich solche Aktionen immer wieder gerne machen möchte. Mhm. Und wie gesagt, diese Blogtouren, die sind schön und gut, aber sie sind halt immer da. Ja. Und da fand ich es einfach mal eine nette Sache. Das Schöne ist tatsächlich, der Verlag hat sich dann auch noch was einfallen lassen. Okay. Und zwar alle Leute, die daran teilgenommen haben, durften hinterher bei einer Challenge mitmachen. Und es gab 16 Challenge-Aufgaben und wenn man die alle erfüllt hat, dann landete man in einem Pott für 9 Fluchboxen. Und die ersten 3 Fluchboxen, die man gewinnen konnte, da war halt jeweils ein Kindle mit drin. Und es war auf jeden Fall schon... Das ist super. Ja. Wirklich eine tolle Aktion. Also, ja. Also ich finde es unglaublich schön, dass man dann wirklich ein Projekt hat, wo so viele Menschen auch dran beteiligt sind und jeder so ein Teil davon ist, wie so ein Zahnrad-System. Finde ich spannend. Wird es denn eine einmalige Aktion jetzt bleiben oder ist da schon, kann man da was verraten, dass da was geplant ist? Also wir haben nicht für diesen Roman, aber es wird nächstes Jahr tatsächlich einen neuen Roman geben. Der hat derzeit den Arbeitstitel Restricted Redheads. Okay. Frag nicht warum, das ist, es basiert so ein bisschen auf dem Spruch, rote Haare Sommersprossen sind des Teufels Artgenossen. Okay. Das ist so ein bisschen die Grundidee des Ganzen und wir werden nächstes Jahr in Leipzig auch wieder eine Aktion starten. Die wird anders sein als das hier. Aber sie wird auch wieder Leute inspirieren, nenne ich es mal. Das ist sicherlich auch der richtige Begriff dafür, denn Inspiration braucht nicht nur der einzelne Autor in der Situation, sondern eben alle. Und man muss dann auch einfach schauen, dass die Ideen auch zusammenfließen können, denke ich. Also ich glaube, das ist auch von der Organisation eine Herausforderung bei so einem Projekt. War es tatsächlich. Also ich habe... im Voraus musste ich natürlich die E-Mails vorbereiten, die waren alle personalisiert an die Leute, die halt teilgenommen haben. Und dieses Personalisieren hat mich knapp eine Woche Vorbereitungszeit gekostet. Der Verlag hat nachher dann halt mitgeholfen und alles mitgemacht. Und als am 1.8. halt die E-Mails rausgegangen sind, waren das dann so viele Rückmeldungen, weil wie gesagt, Magda hat interagiert. Die Leute, die gemerkt haben, dass sie untereinander verflucht worden sind, haben halt auch alle miteinander interagiert, sodass man als Magda dann immer noch ein bisschen mehr mitmachen konnte. Und oh Leute, ich kann nicht so viel Entfluchungssaft brauen, die brauchen einen kleinen Moment. Und alle so, ja, wir warten, aber bitte mach es. Und es war halt einfach eine saucoole Aktion. Wie gesagt, es war viel Organisationsaufwand dahinter, auch vom Verlagsseite, aber wir haben es gewuppt und es war schon cool.
Ja, also finde ich faszinierend und ich hoffe, es hat sich auch alles gelohnt, dass nicht nur der Spaß und die Freude an dem ganzen Projekt dann hängen bleibt, sondern dass das Buch auch bei Leserinnen und Leser gut ankommt. Das tut es. Hat man da schon Rückmeldungen, kann man sagen. Wir haben die ersten 30 Rezensionen schon drin, dass wir, wie gesagt, seit Mitte August ist es jetzt draußen. Ja, ja. Und es kommt sehr gut an. Na, das ist auch sehr erfreulich für alle Beteiligten. Eine super Sache. Ja. Ja. Neben diesem Projekt hast du gegenwärtig noch andere Sachen, die du uns sozusagen verraten könntest oder wo du was dazu sagen kannst. Ich arbeite ja mit Felix Münter zusammen an den Trümmerwelten. Band 2 ist jetzt gerade als E-Book schon erschienen, kommt in 2-3 Wochen, je nachdem wie lange die Druckerei braucht, auch als Print dann halt heraus. Die nächsten Projekte, die nächstes Jahr kommen, wird, wie gesagt, das Restricted Redheads sein. Wir werden ein Projekt nächstes Jahr haben, das in Richtung Zwergen, High Fantasy mit sozialkritischem Unterton. Da geht es halt um Menschen, die geflüchtet sind zu den Zwergen und von denen ja halt als Ballast angesehen werden und die nehmen uns die Arbeitsplätze weg und die werden dann nachher tatsächlich in den Stollen eingesetzt als Sklaven und ähnliches. Und die Problematik, die halt vor 2 Jahren in Deutschland halt ganz extrem war, baue ich dort halt ein wenig mit ein. Okay. Genau. Des Weiteren wird es noch einen mein persönliches Herzensprojekt geben nächstes Jahr. Es wird im Self-Publishing erscheinen. Es ist ein Weltenamulett. Das fängt ganz einfach an. Eine 17-Jährige, die ein Amulett findet und plötzlich steht sie in der Hölle. Den dreiköpfigen Höllenhund halt gegenüber und sie stellt dann halt fest, Mist, ich bin eine in einer 50 Generationen andauernden Tradition, in der ich von den Göttern bestraft worden bin, weil eine meiner Vorfahren mal jemanden versucht hat umzubringen und ich muss jetzt den Göttern dienen. Okay. Das Schöne ist, sie kommt halt aus Schleswig-Holstein, aus einem kleinen Dorf und hat halt eigentlich nichts von der Welt bisher gesehen und muss jetzt in fremde Welten reisen, um halt... Ja. Der Sprung ins kalte Wasser in einer gewissen Sache, ja. Volle Möhre. Volle Möhre. Und das ist dein Herzensprojekt, kann ich mir vorstellen. Ja, das hat 6 Bände nachher, 3 sind davon schon geschrieben. Okay, also ist noch ein bisschen Arbeit vor dir. Ja. Ja. Genau. Aber sehr spannend, ja. Ja. Ja, prima. Sehr, sehr, sehr viel auch wieder, was da momentan sich bewegt. Bei dir ist eigentlich immer was los sozusagen, das kann man so sagen. Ja. Und auch wirklich schön zu sehen, dass man mal was Frisches, Neues auch sieht, wo moderne Kommunikation letztendlich zu einem relativ klassischen Produkt führt, auch wenn es das natürlich sicher auch als E-Book dann gibt. Das war ja das Thema. Aber ich finde es einfach schön, dass man sieht, es bewegt sich was. Es ist nicht nur dieses einfache, steife, jeder Autor schreibt sein Ding oder also einfach mal was Frisches. Ja. Und das ist sehr schön. Wunderbar, dass du uns davon berichten konntest. Gerne, gerne. Das hat viel Freude gemacht und dann bin ich sehr, sehr gespannt, was uns in den nächsten Jahren noch an kreativen Schöpfungen aus dieser Richtung erwarten darf. Einiges. Wunderbar. Dann bedanke ich mich recht herzlich für deine Zeit. Jederzeit gerne wieder. Jawohl. Und dann werden wir uns jetzt weiter ein bisschen auf dem Buchhorn umschauen. Viel Spaß euch noch. Vielen Dank.